Der ich bin Killer muss zurück in die raus. Lobby. Ah, okay. Duncan, ich bin ein unheimlich lieber Mensch und deswegen das Morden, das liegt mir einfach nicht im Blut. Das ist einfach so. Ela, ich war in Schränken drin und das hat ein paar Mal geklappt und dann fiel Xyra ein, dass man sie auch in Schränken verstecken kann und dann war ich am Haaren. Oh, ist das herrlich, ey. So. Achso, wollten wir sonst einmal wechseln oder? Du, mach ruhig doch mal. Genau, okay. Mach du mal ruhig den Killer. Dann ist uns der Sieg zumindest sicher. Wieso, haben wir jetzt alle gewonnen? Die Gruppe hat gewonnen und jeder hat halt individuell viel Punkte bekommen. Also fürs Entkommen bekommst du normalerweise noch 5000 Blutpunkte extra, wenn du entkommst. Du kriegst auf jeden Fall immer Blutpunkte, normalerweise, wenn du normaler Spieler drin bist, wenn du Reparaturen machst, Heilung oder irgendwas anderes gibst. Aber anscheinend ja nicht im benutzerdefinierten Spiel, was ich schade finde, dass man dann keine Reparaturen hat. Im benutzerdefinierten Spiel kannst du aber auch keine Gegenstände rausziehen, was auch wieder den Vorteil hat, sonst könnte sich ja jeder ein benutzerdefiniertes Spiel ausmachen. Ich mach die Kiste auf, ich mach die andere Kiste auf. Okay, dann entkommt mal, ich warte hier auf Kiste. Was für wieder. Kisten überhaupt? Es gibt so kleine gelbe Kisten. Okay. Die seht ihr, wenn ich meine erste Folge veröffentliche. Ne? Also die könnt ihr auch. Lass ihn das mal eben kurz erklären nochmal. Okay. Also es gibt kleine Kisten, meistens sind die im Gebäude irgendwo drin. Da, wo wir gerade waren, waren sie unten im Keller, wo die vier Haken hangen, wo wahrscheinlich keiner von euch war, noch nicht mal der Killer. Und da ist immer eine Kiste, entweder rechts in der Ecke direkt am Eingang oder links in der Ecke am Eingang und die könnt ihr halt aufmachen. Okay. Es kostet eine Zeit lang, die mit M1 zu durchsuchen und da ist dann meistens ein Gegenstand drin, wie zum Beispiel eine Erste-Hilfe-Tasche oder ich glaube Werkzeugkasten kann da drin sein, eine Karte kann da drin sein, dass die Generatoren kurzfristig angezeigt werden für eine Sekunde und das, was ich halt hatte, jetzt die Taschenlampe kann da drin sein. So, okay, die kannst du, wenn du jetzt hier Erfahrungspunkte und Gegenstände bekommen würdest, könntest du hier einfach durch benutzerdefiniertes Spiel dir die Gegenstände zurückholen, die du die ganze Zeit verlierst im öffentlichen Spiel und dich dann da mit den Gegenständen hochpushen. Das ist es ja nicht, ist ja nicht gewollt. Ja, okay. Weil, gut. Ne? Gut. Ich habe jetzt zumindest schon mal. Man kann ja seinen Charakter fertigen. Achso, ich muss auf fertig klicken. Geil. Ja, gewissermaßen. Also so ein bisschen kann man die Optik ändern. Ja. Ich habe jetzt oben rechts übrigens meinen Namen stehen, darunter eine fette weiße 0. Daneben ein rotes Dreieck, daneben eine 20. Heißt. 20 Punkte bekommen. Nein, die 20 ist dein Killer-Rang. Achso, das ist 20. Ja, okay. Je kleiner der ist, desto besser. Ach, du hast da drei, die drei Punkte sind, wie weit du vom nächsten Level entfernt bist. Du müsstest also drei von diesen Strichen, keine Ahnung, bekommen. Bei den Blutpunkten hast du es vielleicht gerade gesehen. Da sind zwei Striche in der Liste. Plup, plup, und wenn aber wir können ja in diesem Spiel nicht leveln. Da müsstest du gegen Fremde spielen. Genau, da müsstest du ein öffentliches Match machen und dann. Gibt es keine Level. Das ist auch der Grund. Ich weiß nicht, ob du hier nicht in diesem Spiel auch deine Opfergaben verplemperst. Wenn das jemand aus dem Chat weiß, dass man, ob man in einem benutzerdefinierten Spiel die Opfergaben, die man einsetzt, verplempert. Oder die Gegenstände, wie zum Beispiel, ne? Wenn man verliert, sind die dann weg? Oder bleiben ist doch die? Es ist doch einfach Ich Spaß. Glaube, die bleiben, bis du tot bist. Also ja, nee, wenn ich jetzt sterbe. Aber ist das Problem? Ich meine nur das Beispiel. Dennis weg. Run, ich soll ja ausrichten, dass man die Taschenlampe immer was bringt. Ich hab's von Auch Righty wenn er gesehen, dich verfolgt, dann kannst du gut. Eine Sekunde okay, blenden ist allerdings nicht die Welt, ne? Was? Nur kann dir manchmal schon den Arsch. Hallo, Abo. Tag. Abo, du bist mit Bart, ich bin ohne. Du kannst Ach, mal, Top wir können auch zu dritt zusammenbleiben hier, warte. Wo ist Bert denn? Weiß ja, nicht, jetzt lauft doch nicht alle weg hier. Geht der Killer hier? Ich weiß auch nicht, wo ihr alle seid. Wer ist denn jetzt hinter wem bin ich denn jetzt? Also das vor mir, das ist... Da bist du. Das ist Bert, wenn ich nicht irre. Genau. Wo die an... Jetzt ist er weg. Da vorne. Ah, ich sehe die anderen beiden. Ich will mitspielen. Wo seid ihr? Ich will mitspielen. Wo seid ihr? Gucken, kuscheln. Oh, ich will auch kuscheln. Wo ist er jetzt hin? Weg ist er. Ah, doch. Hat einer von euch schon einen Generator gefunden? Ja. Ja? Nein. Ja, ich. Wenn ich mitspielen darf, verrate ich euch wo. Ah, wo? Von vorne. Von vorne? Der ist mir auch lieber. Okay. Das ist also schön, Generator, dass man sich so nebenbei umgucken kann. Das ist ganz gut. Oh, sehr schön. Ah, wenn wir nur einen Generator finden würden. Oh, Puls! Alter! Oh, häng fest. Sind diese verdammten Generatoren? Irgendwas sagt mir, wir haben den Fallensteller gerade, weil ich habe den Fallensteller hier irgendwo eine Falle gesehen.
Das heißt, da kann man reintreten dann, ne? Ja. Glückshörer. Da habe ich mir eben auch gedacht, wie sie an mir vorbeigegangen ist. Scheiße! Oh, sie hat Bad. Scheiße! Ich glaube ja. Nein! Hallo! Komm in meine Höhle. Ich mache es so schön kuschelig. Man kann ja. Nein! Oh, hier komme ich gar nicht durch. Ah, stimmt ja, ich kann ja wiggeln. Oh, hör auf damit! Nee, mach wiggeln. Wiggeln ist ja gut. Wiggle. Bad, halte durch, wir retten dich. Also Xyro, bleib mich auf schön dich. Da. Oh, pass auf, die legt eine Falle direkt vor meinen Füßen. Die kann man entschärfen. Ah. Die Fallen kann man entschärfen, das geht. Wie sieht denn so eine Falle aus? Die siehst du am Boden. Okay. Ja, ich, klar. Spätestens wenn du reintrittst. Well, ich würde jetzt rennen. Leute. Also Spuren lesen, das muss ich noch üben. Kann man Spuren lesen? Die ist hier irgendwo noch bei mir in der Nähe, ich höre sie noch. Ich auch, ich sag nur nichts. Das geht mir aber ähnlich. Die ist genau bei mir, so umkreist mich. Einer von euch hat die gelbe... Nein, aua. Okay, wenn sie bei ihm ist, können wir die anderen Generatoren schnell anmachen. Oh, komm. Ich bin tot. Oh, das tut mir leid. Oh, oh. Wieso glaube ich dir das nicht? Doch, würde ich du auch bist nicht. Mein Mitspieler. Das ist, ne? Wir brauchen ja jeden Mann hier. Ihr seid doch die Baumbrüder. Ach ja, stimmt ja, die Baumbrüder. Genau, Baumbrüder. Wo ist denn... Baumfreunde. Also je weniger es sind nachher, ist es natürlich dann schwieriger, die Generatoren zum Laufen zu bringen, ne? Ist ja klar. Ich hab was gefunden. Das ist für mich auch schwieriger, euch zu finden. Ich weiß nur nicht, was ich damit machen soll. Jetzt habe ich es in der Hand. Ach so, das ist ein Medikit, damit kannst du dich oder jemand anderen verbinden. Das trage ich jetzt die ganze Zeit so in der Hand. Das trägst du die ganze Zeit in der Hand. Damit geht das Verbinden einfacher und schneller. Was macht denn der Run? Boah, verdammt, da ist auch noch Platz. Verdammt, ich hab daneben gehauen. Ich suche noch Generatoren. Ich finde keine. Samt. Nein! Naja. Kann ich ja nicht immer gewinnen hier. Na. Los, komm. Oh. Scheiße! Wann kommst du klar? Ja, läuft. Mann, diese blöden Paletten. Ich krieg schon wieder Puls hier, ey. Verdammt! Nein! Und da, da habe ich jetzt echt nicht gesehen. So, Fräulein, da meine Finger noch kalt sind, hast du gerade Glück. Klar, weil deine Finger noch kalt sind. Ich muss erstmal einen Haken finden. Einen passenden Haken. Ach, da ist einer. Der ist wie auf dein Leib geschneidert. Nee, da passe ich nicht dran. Du auf den Haken. Doch, da passt du dran. Siehst du? Ja, da siehst du richtig gut dran aus. Also, Velcroy sehe ich nur in gebückter Haltung. Ja, zu Recht. Achso, Moment. Scheiße, ich habe keine Falle mehr dabei. Run, ich organisiere dir da nochmal was. Warte mal, ich habe noch ein Geschenk für dich. Achso, so sammle ich die, okay. So, Büro, erste Runde war super bei mir. So, wo habe ich dich denn angehängt? Ruhig, Bad. Hatte ich diese? Ah, da habe ich dich. Ich wollte nur sagen, ihr müsst noch drei Generatoren zum Laufen bringen hier. Wann halte durch irgendwie? Nö. Macht mal. Ja, du bist macht noch mal. Drin? Kommt ihr bloß nicht zu nah. Wir brauchen noch drei Generatoren. Wir brauchen noch drei Generatoren. Sie steht direkt vor mir. Macht keinen Sinn. Das schaffen wir nie. Ja, sie kann ja nicht ewig stehen bleiben. Oh, Toni, das schaffen wir nie. Ich habe aber auch jetzt keine Lebensenergie mehr. Ich bin nämlich jetzt in ein paar Sekunden weg. Und weg war ich. Kommt. Schade, ich war echt. Ich war echt nicht so weit weg, ne? Ich hab's gesehen. Ich auch nicht. Ich sehe euch. Gesehen.
Ich sehe euch. Ich habe nur darauf gewartet, dass sie weg ist. Sobald man am Haken hängt, musst du dich mal umgucken. Da siehst du genau, wo die anderen sind, was die anderen machen, ob sie sich bewegen, ob sie einen Generator reparieren. Kannst du alles aus den Bewegungen rausziehen. Oder ob sie irgendwo hinterm Stein hocken und warten, ob der Killer weg ist und dem Killer hinterher gucken. Ich möchte Freunde haben. Wo seid ihr denn? Ich bin doch so allein. Ich möchte Freunde. Ich habe hier Angst im Dunkeln. Da musst du nicht immer alle neuen Freunde gleich kaputt machen. Aber dann sonst lauft ihr weg. Irgendwie muss ich euch ja auch zum Bleiben bewegen. Ich will doch nur nicht mehr alleine sein. Wo war denn der Generator, den ich gebückt habe? Bei dem Avatar. Schwierig, wenn wir zögerartig von hinten erwischt. Mit der. Na, wohl, sie hat ja die Kettensäge nicht mehr. So schmerzhaft wird es wohl nicht werden. Aber wir sind jetzt allein. Du wüsstest, was ich mit meiner Machete hier ja, alles ja, ich suche die Generatoren. Aber wir geben keine Tipps, ne? Wir sagen nichts. Die sind halt nicht beleuchtet unter Umständen, ne? Also das kann, die stehen halt irgendwo rum. Vorzugsweise eher so Richtung. Ich würde hier weg abhauen. So langsam. Ja, lauf. Puls. Palette! Ich wollte gerade sagen, er geht auch nicht aus seiner gebückten Haltung, ne? Palette! Hüpf rüber! Nein. Oh nein, da hat die eine Falle reingelegt! Ich glaub es einfach nicht! Scheiße! Lass nicht kämpfen! Nicht kämpfen! Nee? Lass! Warum? Sie muss sich rausholen, kostet wertvoll Zeit. Es bringt nichts, du so, kommst eh nicht in der Zeit nicht raus. Ich würde gerne mal umdrehen. Jetzt AD, ja, AD, AD, AD. Ganz schnell. Ich brauche einen Haken. Wiggle, Junge. Mach ich. Nein, hör auf. Weiter, go. Schaffst du. Oh, das war knapp. Hättest du eher angefangen, ein bisschen eher. Hättest du es geschafft. Halten, warte. Es bringt nichts, wenn sie sich direkt wieder einsammelt. Es bringt nichts. Und jetzt hast du jetzt schon 2 Versuche von 3, jetzt ist Leertaste, ja. Action hier und dann war's das. Ich hab Puls. Oh nee, das nicht knapp mit der Leertaste. Du musst Leertaste immer wieder drücken, ne? Nicht halten. Ja, ich weiß, aber da war ich diesmal am Anfang zu langsam oder so. Oder ich war schon zu schwach oder so. Avo, wir hatten uns eben getroffen, falls du es weißt. Ach, du bist da schon... war ein Motor. Nee, Avo braucht keinen. Und den hab ich schon halb ange... Den Avo? Hab ich schon halb... Als... Kleine Chance für dich, bleibt jetzt eine Falltüre. Eine Falltüre ist hier meistens auf dieser Map, wenn ich mich nicht irre, in einem Gebäude oder an einem Gebäude außen. Diese dürfte sich bei 2 Generatoren und die haben wir öffnen. Und dementsprechend musstest Richtig, du vielleicht noch die Falltüre öffnen. Bei dir steht links unten 3 Motoren oder die Falltür benutzen. Genau. Und die Falltür ist auch so 2x2 Meter oder 1x1 Meter. Also die ist Block nicht so halt, groß. Ne? Da ist wer in die Falle getreten. Genau, vor dir ist eine Falle. Nee, die ist zu. Genau. Achso, die ist zu, okay. Und jetzt würde ich dir abhauen, weil ich so genau weiß, wo du bist. Verdammt, ich habe mich verplappert. Das habe ich mir gerade auch gedacht. Nächste Hürde? Sind wir nicht nett zu dir heute? Ja. Die Falltür kann irgendwo sein, ja? Oder wie? Die kann überall sein eigentlich. Also es gibt diverse Orte, wo die... Du brauchst nicht mehr, du brauchst die Falltür. Es gibt diverse Orte, wo du die Falltür am häufigsten findest. Und das ist halt... Ich habe sie vorhin in dem Haus gehabt, wo... Ich glaube mal, Abo den Medikasten gefunden hat. Oben nämlich drin. Wir sind nicht bei TTT, wir dürfen hier noch reden, wenn wir tot sind. Dürfen wir hier noch reden, wenn wir tot sind? Ja, wir reden schon, aber nichts verraten. Wir verraten ja nichts. Also, es ist ja auch so, dass wir hier Hilfestellung geben. Also, es ist ja. Das ist mit der Falltür. Mal, ja, muss man ja einmal gesagt bekommen, sag ich mal. Ja, ja. Und auch, dass man die Generatoren entdeckt, wenn man in die Luft guckt und sich nach einer Viererlampe Ausschau hält, so durch die Bäume, so ein bisschen so. Weil, ne, ihr seht es, aber zumindest gerade gesehen. Die haben oben Lampen dran, Kinders. Aber du bist der Letzte, ich würde weggehen. Ja, ist nicht, dass du das jetzt sagen. Da kommst du nicht rüber. Rechts, yes. Respekt. Also. Abo, die Paletten, die helfen ungemein, wenn der Killer direkt hinter dir ist. Ne? Das einfach, weiß ich. Das ja, das letzte Mal hat sich so eine Palette vor meine Füße gelegt. Weil zum einen rennt der Killer immer schneller als der Entkommende. Und zum anderen... Space. Du hast ja rechts die Seite offen, das weißt du. Was du gesagt hast.
Zum anderen folgt er jetzt deiner Blutspur, also deiner... Eben, zwischendurch aufhören zu laufen, weil sonst... Ja, ich meine ja nur... Seid beide schon solche Überlebenskünstler. Das ist die rote komm Spur. Komm raus, wo immer du bist. Du, die Spur geht an der Stelle weiter, wo du aufhörst zu laufen, oder? Oh, 1, 2, Zyra, komm vorbei. Super, Scheiße. Perfekt, Astral. Und dafür, für so eine Aktion, Killerstun, gibt es 1000 Blutpunkte. Deshalb warten viele auch im öffentlichen Spiel, bis der Killer hinter dir ist und dann das Ding davor hauen. Übrigens so im Allgemeinen kannst du auch, vielleicht nicht jetzt, aber auch in Schränke dich verstecken, ne? Verdammt, ja, ist sie deiner Spur wahrscheinlich noch gefolgt. Ja. Weil du noch am Rennen warst. Geh weg, geh weg. Haken schlagen. Haken schlagen ist immer gut. Haken schlagen? Mach Zyra doch schon Haken schlagen. Komm, Häschen, komm, Häschen. Ja, das ist. Achso, geht ja nicht. Lassen. Da, ach, seht ihr, da ist der Truhe, Die habe ich gesucht. Ja, ja, ich hab eine Taschenlampe in der Truhe gehabt. Ach, du warst das unten, kleines wo ich die beschrieben hatte. Kleines Häschen, bist du krank? Und an diesem Gebäude, wo wir jetzt sind, ist, glaube ich, auch die Falltür. Nein. Lass mich los. Also ich lasse Wetten los, ich wette, Xyra gewinnt. Ja, tu ich auch. Lan, was hab ich? Es geht nicht über einen guten Schrank. Okay, ja, Lan, ich höre jetzt auf vorzusagen, ist okay. Lass ich einmal über mich reingehen. Aber das Schöne war, Entschuldigung, aber das Schöne war, Nicole, das eine Mal, wo, ich glaube, im Bett war das, wo der Respekt gesagt hat, du bist wirklich direkt an mir vorbeigelaufen. Ja, glaube ich gerne, dass das zwischendurch mal passiert. Aber du hast am zweiten meisten Punkte von uns. Ron, was sind das da für ein Symbol, was du da bekommen hast? Dunkle Wahrnehmung? Dunkle Wahrnehmung ist ein Perk, den ich habe. Der, kannst du draufgehen. Dunkle Wahrnehmung, dann sehe ich am Ende, wenn alle alle Generatoren an sind, für 3 Sekunden, wo der Killer sich befindet.